Na, das ist mal eine sehr coole Art und Weise, eine Brücke über den Fluss zu bauen. Lustig! Hab gerade überlegt, dass ich ja eigentlich zu spät dran bin, um eine Pause zu machen, aber hier ist ein so idyllisches Plätzchen. Inklusive Eberhard-Hütte, oder wie die heißt. Also ähnlich. Könnt ihr ja selber vielleicht lesen. Ja, und wenn jetzt nicht noch ein Motorrad wäre, wäre es hier noch viel idyllischer. Ja, meine Güte, ich muss auf keinen Zug. Ich mache mich jetzt nicht kaputt, hetz-hetz-mäßig. Kann jetzt inzwischen zumindest mal sagen, Gepäck, also vom Gewicht her, das ist wirklich sehr angenehm. Das ist deutlich angenehmer zu tragen, als ich gewöhnt bin. Und auch die Verteilung eben, dass der Hüftgurt nicht in Verbindung mit dem Rucksack steht, dass der Hüftgurt wirklich rein an der Hüfte hängt und der Rucksack rein an den Schultern beziehungsweise auf dem Rücken aufliegt und an den Schultern hängt, das funktioniert sehr gut, muss ich bisher sagen. Was ich aber auch feststelle, ich weiß ja nicht, wie viel Trekking-Touren ihr schon gemacht habt oder ob ihr da anderer Meinung seid als ich, aber ich bin der Meinung, je nach Region, wo man unterwegs ist, ist ein Kilometer nicht gleich ein Kilometer. Beispiel: In Norwegen gibt es Tagesetappen von 12 Kilometern. Da ist man danach fix und alle und freut sich über wirklich jeden Kilometer, den man vorwärts gekommen ist. Und wenn man dafür, ja, wenn man dann insgesamt eine Geschwindigkeit von 1,3 oder 1,5 km/h an den Tag legt, dann ist das, ja, nicht super schnell, aber normal. Jetzt ist meine Pause erheblich länger ausgefallen, als ich eigentlich geplant hatte. Denn, deshalb auch eben dieser etwas abrupte Schnitt, ich habe Besuch bekommen und durfte jetzt spontan erstmal den Wald erklären. Ich kannte mich noch nicht. Daher, jetzt schon. So kriegt man auch neue Zuschauer. Man muss nur lang genug auf dem Westweg rumlaufen, dann kommt mal ein potenzieller vorbei. Als ich noch 3 Abonnenten hatte, wäre das interessant gewesen. Oh, das klang jetzt arrogant. Egal. Ja. So, was wollte ich euch denn eben noch erzählen? Ach so, ja, laufen. Also Rucksacksystem mit Rucksack und eben separaten Hüftgurt, das ist super. Also jetzt auch beim Wiederaufziehen des Rucksacks, also ich bin von meinem Trekking-Rucksack gewöhnt, nachdem ich ein Weilchen Pause gemacht habe, setzt man den Rucksack wieder auf und das erste, was man denkt, ist und so überhaupt kein Problem, also wirklich trägt sich sehr angenehm und es sind halt auch einfach viel weniger Kilos, allein dadurch, dass so ein Trekking-Rucksack leer ja schon 3 Kilo wiegt, wenn es dumm läuft, oder 2,5 mindestens. Das macht halt schon was aus. Allerdings, aus unerklärlichen Gründen tun mir jetzt schon die Füße weh. Und zwar nicht zu knapp. Ich glaube, das gibt Blasen. Bin mit den Schuhen, die ich jetzt anhabe, also das sind jetzt so meine Standard-Alltagsschuhe, das sind ja eigentlich schon auch Wanderstiefel, jetzt noch nie so richtig weit gelaufen und bin in letzter Zeit insgesamt jetzt nicht so viel rumgelaufen. Ich bin viel Fahrrad gefahren, weshalb ich mir eben einbilde, einigermaßen fit zu sein. Konditionell klappt es auch einigermaßen. Aber das geht mir jetzt doch ganz gut in die Füße. Beide macht auch so weit mit. Ich habe inzwischen übrigens auch noch ein bisschen Wasser gefunden. Nur mal so, by the way. Ja, Füße. Füße. Bin mal gespannt, wie die dann morgen aussehen. Aber ich merke gerade, das Päuslein hat ganz gut getan. Da kann ich jetzt ruhig noch ein paar Schritte tun. Vielleicht erahnt ihr es auch so ein bisschen am Sonnenstand. Es ist jetzt 18.30 Uhr und ich bin noch nicht so richtig weit gekommen. Bin jetzt bei circa 10 Kilometern. So ungefähr, laut Karte. Und das wurmt mich jetzt ein kleines bisschen. Also um 18 Uhr,
war ich bei circa 10 Kilometern, nicht ganz, aber zumindest so fast. Motorrad, Gnarf und halt, Orientierung, geht es da hoch? Nein, tut es nicht. Okay, das ist übrigens gefährlich, wenn man da quatscht, da kommt man schnell vom Weg ab. Ja, also nicht super. Damit habe ich eine Wandergeschwindigkeit von 3,3 km/h. Vielleicht. So, alles in allem. Inklusive der blöden Stadtpassagen und dem Warten an der Ampel, was ich bei den Stadtpassagen hatte, und dem Zurechtrücken der Ausrüstung, was ich zuerst auch mal 2-3 Mal machen musste, was ich nach meiner Pause auch noch mal machen musste, wollte, aber jetzt gerade vergessen habe, stelle ich fest. Gnarf. Naja, dann mache ich das halt nachher noch mal. Die Hose rutscht ein bisschen. Das führt dazu, dass ich mir, wenn ich dann nicht irgendwann demnächst fleißig genug bin, sie wieder hochzuziehen, den Wolf laufe. Und das ist nicht gut. So. Ist jetzt nicht so wahnsinnig spannendes Gequatsche. Deshalb gibt es jetzt ein paar Landschaftsaufnahmen. Oh. Jedenfalls den Mensch, den ich da gerade getroffen habe, war übrigens ein Radfahrer, kein Wanderer. Der hat sich Gedanken gemacht, wie man denn bitte degradierte Böden wieder aufforstet. Und ich habe ihm, kennt ihr schon, habe ich euch schon mal mindestens im ernst gemeinten Agroforst-Video erklärt. Es gibt ja auch noch ein nicht ernst gemeintes, dass man da sehr viel mit sogenannten Leguminosen, Schmetterlingsblütlern heißen sie, glaube ich, auf Deutsch, bin ich mir gerade gar nicht so sicher, Leguminosen bin ich mir sicher, machen kann, weil die ja Luftstickstoff aus der Atmosphäre, wo bekanntlich viel davon drin ist, ja in ihren Wurzeln quasi einlagern können mit Hilfe von sogenannten Knöllchenbakterien. Und wenn man die Pflanze entsprechend irgendwann umschneidet, sind diese Stickstofflagerstätten in der Wurzel nach wie vor vorhanden. Und beim Verrotten der Wurzel wird der Stickstoff dann freigesetzt. Und damit verbessert sich zumindest schon mal die Stickstoffversorgung des Bodens. Und da Stickstoff ein ganz elementar wichtiges Nährelement ist, ist das schon mal auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Dann fehlen natürlich noch diverse andere Sachen. Aber damit ein Boden nährstoffreich sein kann, muss ja erstmal auch eine Grundlage geschaffen sein, überhaupt an organischer Substanz, also totes Pflanzenmaterial, das dann andere Nährstoffe festhalten kann. Wenn wir einen reinen Sandboden haben, wo wirklich nichts drin ist als SiO4 Sand, also quasi Silizium mit 4 O's dran. Das ist für keine Pflanze der Welt in irgendeiner Form als Nahrung zu verbrauchen. Kein Organismus kann mit Silizium irgendwas anfangen. Ist übrigens das häufigste Element der Erdkruste. Und Sand. Da kommt das Zeug am meisten drin vor und natürlich in Stein. Aber Stein ist ja auch nur Sand, der noch zusammenklebt. Ganz einfach formuliert. Oh, hier müsst ihr euch noch mal kurz die Landschaft angucken. Also mir gefällt es hier. Inzwischen immer besser, diese Etappe hier am Fluss entlang. Das ist eine schöne. Mhm. Gut, zurück zu meinem Problem, dass ich irgendwie nicht wirklich vorwärts komme. Ich hatte zwar gesagt, ich laufe soweit ich Lust habe. Aber das Doofe ist ja, dass ich jetzt schon irgendwie das Gefühl habe, weil ich euch ja irgendwo dabei habe, in Anführungszeichen, dass ich hier irgendwelche sportlichen Meisterleistungen erbringen muss. Gnarf. Also vielleicht komme ich ja morgen erheblich weiter, wenn ich dann einfach mehr Stunden
Zeit habe, aber jetzt weiß ich auch wieder, was ich sagen wollte, bevor ich gestört worden bin beim Pause machen, als der Mensch da vorbeikam. Kilometer sind nicht gleich Kilometer und in Norwegen gibt es halt eben Strecken, da machst du 12 Kilometer am Tag und dann bist du fix und alle, auch wenn du fit bist. Und andererseits, auf dem Jakobsweg, also das Teil in Spanien, der ganz offizielle da, der häufigst begangenste, da gibt es Etappen, da kannst du 40 Kilometer machen, bevor du fix und alle bist. Da gibt es auch Etappen, da kann man 50 Kilometer machen, bevor man fix und alle ist. Sowas klappt halt dann eben in Norwegen nicht. Und ich bin irgendwie intuitiv davon ausgegangen, dass der Westweg zwar nicht der Jakobsweg ist, aber auch nicht Norwegen. Und jetzt muss ich feststellen, er ist doch erheblich eher Norwegen, als er der Jakobsweg ist. Also wenn es halt so Tagesetappen gibt mit 22 Kilometern, deren Gehzeit dann mit 6 bis 7 Stunden angegeben ist. Ja, man kann dann natürlich, so wie ich, großkotzig sein und denken, ach was, das laufe ich in 5 oder in 4,5. Nein, also jedenfalls nicht mehr mit Gepäck. Und es macht halt auch schon wirklich einen Unterschied, ob man Gepäck hat oder ob man nicht Gepäck hat. Also zwischen selbst leichtem Gepäck und keinem Gepäck, das ist schon nochmal ein Unterschied. Und dazu kommt, dass meine Füße wehtun. Ah! Oh, Luzula luzuloides. Ignoriert mich. Oh, Pferd. Ja, ich mache mal wieder einen Schnitt und laufe mal noch ein bisschen weiter. Ich habe gerade einen schwachen Moment. Nicht sehr männlich, aber ehrlich. Seht ihr dieses Gebäude da? Das ist ein Bahnhof, unter anderem. Da hätte man hinfahren können. Und gerade habe ich mich erinnert, dass eins meiner schlauen Bücher zum Westweg sagt, viele Wanderer beginnen den Weg erst da, weil die Strecke davor weder spektakulär noch besonders toll ist. Achtung, jetzt kommt ein leises Mama. Das war's. Ab jetzt wieder. Weiter geht's. Ja. Also, bei allem Rumgememme, so tief werde ich nicht sinken. Und außerdem werde ich niemals solche Socken anziehen. Und der Hut ist nicht so schick. Meiner ist besser. Und hier haben wir noch einen Fall von so tief werde ich nie sinken. Und wenn mir noch so viele Kilometer fehlen und wenn ich auch erst schon nur 5 hätte, ich lasse mir niemals eine tolle Ruine entgehen. Ich liebe Burgruinen. Burgruinen sind unglaublich faszinierend und müssen aufs Genaueste erforscht werden. Notfalls laufe ich noch eine Stunde in der Dunkelheit, mir egal. Aber das Ding gucke ich mir an. Ha, toll.